Oh, was ist das für ein Zeichen, was hier so durchgekriegelt ist? Das sieht aus, als wenn das 13 Zacken hätte. Das ist das Zeichen der Borbaradianer. Ich weiß nicht, ob du die Borbaradianer kennst. Das sind die Anhänger Borbrats. Und Borbrat war der Typ, der vor Jahren besiegt wurde, der die blutige See geschaffen hat. Das ist Ja, das, was ich in genau. Kunchim so verstanden habe. Genau. Außerdem hat er seinen Anhängern wohl irgendwie eine Art Geheimnis oder so vermittelt. So genau weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall können sie durch seine Kraft allesamt mit ihrer Lebenskraft statt mit der astralen Energie zaubern. Sie sind quasi nicht magische Magier. Aber mit ihrem eigenen Blut, wie es auch einige magisch Begabte von Hesinde quasi begabte Magier tun können. Das klingt doch total gut. Ich meine, Naja. zaubern zu können als Nicht-Zauberer, das ist doch sozusagen der Jackpot. Das ist der Wunschtraum von vielen, ja. Allerdings, nun, du gehst ein Pakt mit Borbarad Samanod ein, welcher nicht umsonst der Meister der Dämonen genannt wird. Man kann nicht verleugnen, dass er mit vielen Dämonen im Bunde war. Und vielleicht hat auch dieser Pakt dämonischen Ursprungs. Viele denken wie du, Ömer. Abdulon. Ich gucke mich mal um, damit ich sicher gehe, dass hier sich niemand beobachtet oder abhört. Und, fahre dann fort. Viele haben diesen Gedanken von Macht, wie du, Abdulon, aber es ist immer eine zweiseitige, ist zweischneidiges Schwert. Ich denke mal, dass viele von ihnen nun der Versuchung unterlegen sind und sich mit dieser Zauberei sogar bis in den Tod gezaubert haben. Also wahrlich nichts, was man sich wünschen sollte. Ja, sich in den Tod zaubern. Ich meine, Leute sterben immer wieder. Ich verstehe das. Also einen Pakt sollte man nicht eingehen. Das verstehe ich, wenn man dann seine Seele verspielt. Aber die grundsätzliche Art, dass man sterben kann, ich will mal zucken den Schultern. Nun, Weißt du, wie viele Leute in den Straßen Kunims gestorben sind? Ich meine, Absolon, wie viel verstehst du von Magie? wirklich sehr wenig. Richtig. Du wirst vielleicht deine Kraft, die du bekommst, deutlich überschätzen. Und wirst vielleicht nach einem, nun ja, Beweis deiner Macht dich zu deutlich größeren Projekten wagen und dich dann, nun ja, selbst töten. Naja, Abgesehen ich meine davon. einfach nur, bei uns in den Tulamidenland ist es so, wer Kopter ist, der ist ein Herrschertyp. Ich meine, wenn du zaubern kannst, bist du ein Herrscher. Was hier mit der Dings abgelaufen ist, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, wie kann die es wagen, die Hand zu erheben und die Magier sie dann. Ich meine, wenn du bei uns gegen einen Koptanin die Hand erhebst, dann musst du damit rechnen, dass du im besten Falle nur getötet wirst. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Denke mal, hier wird es ähnlich laufen. Ja, aber nein, hier ist gar nichts gelaufen. Unsere beiden Vollpfosten wurden wie Schneemänner einfach in den Schnee gesteckt. Nein, ich meine, hier in den Schwarzen Landen wird es ähnlich laufen. Ja, das glaube ich auch. Ach, egal. Nun, es gibt Egal. natürlich fähige Magier und es gibt weniger fähige Magier. Ich habe leider die Befürchtung, dass unsere Freunde zu den etwas weniger fähigeren Magiern gehören. Ja, just in Verdreht dem die Moment kannst Augen. du auch rüberschauen zu den anderen. Das steht wohl Abelmir zusammen mit Jalan, ziehen gerade schmerzhaft ihre Hände zurück, haben wohl gerade an irgendeine Pflanze gegriffen. Könnt, während die anderen sich unterhalten, untersuchen die ja beiden gemeinsam, vielleicht auch mit Torgosch, der noch einmal eine Pflanzenkundeprobe schmeißen darf. Mit Eisemann. Untersuchen Sie das Dorf, überall ein paar wuchernde, unheimliche Pflanzen, Schwarzdorn, Nachtschatten. Einige Sachen könnt ihr nicht ganz erkennen. Blutblatt, das sind die Dinger, die ihr auch schon in Gareth gesehen hattet, die da an den Kristallen gewachsen sind. Ogerbeerenranken, die widerlich stinken, Brennnesseln, eitriger Krötenschemel, Firunshöhren. Überall gibt es krebsige Geschwüre, Knollen an den Blättern, Wucherung. Manchmal meint man sogar ein gequältes Gesicht auf der Pflanze zu erkennen. Einige Steine und auch Pflanzen sind mit unerklärlicher Asche oder Ruß überzogen, obwohl sie gar nicht brennen können. Dann wieder ist der Boden, da wo er nicht gepflastert ist, unnatürlich trocken, als ob das Leben aus ihm rausgesogen worden ist.
Einige unheilige Böen brausen durch das Geäst, durch die Dächer, heulen im Wind. Widerliches Geruch nach Schwefel kann man fast sogar greifen oder schmecken auf der Zunge. Als ob ihr irgendwie in ein Stück Kreide gebissen hättet. Obwohl ihr es nur gerochen habt. So greifbar ist es. Während ihr da Schutt zur Seite räumt, sucht, vielleicht die ein oder andere Statuette oder einen kleinen Teddybären aus den Trümmern herauszieht. Torgosch ist natürlich nicht so dumm und fasst irgendwas an, sondern schiebt die Trümmer nur mit dem Fuß beiseite. Schüttelt nur mitleidenswert den Kopf, falls sich Jalan und Abel mir gerade schmerzhaft die Hand reiben. Damn, das ist das für ein Zeug. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich würde das nicht anfassen. Das sieht irgendwie unheimlich aus. Da könnt ihr mir mal eine Nase trauen. Die sagt mir manchmal, da sind Sachen unheimlich, dann packt man die besser nicht an. Ich dachte, ich kenne diese Pflanze, aber ich habe nicht wohl gehört. Schlag die Pflanze doch einfach kurz und klein, dann fasst die nächste auch nicht an. Dieses Zeug wächst überall. Jetzt sollten wir einfach... Na, verdammt, hier ein bisschen. Nein, das klappt nicht, verdammt. Wir könnten die Pflanzen einzeln anzünden. Dauert natürlich ein bisschen. Sucht euch einfach eine Hütte. Der Überreste davon, in der nichts davon wächst. Irgendwo wird es wohl einen freien Platz geben. Gibt es da noch eine Hütte oder ein Haus, was noch ein Dach hat? Oder? Muss ja nicht mal ein Dach. Wir können ja die Zelte auch in dem Haus aufschlagen, wenn es sein muss. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen hier. Oder haben wir zumindest noch teilweise Holzboden? Und vor allem vier Wände. Und dass es doch nur zwei sind, ist besser als nichts. Wir sollten uns ein Großhaus suchen, damit wir mehrere Zelte aufstellen können. Wenn wir ein bisschen Holz hier abbrechen, haben wir auch genug Platz, genug Möglichkeit, unseren Lagerfeuer zu machen. Vielleicht wird das ja endlich mal eine ruhige Nacht. Hoffentlich. Hoffentlich. Verdammt, diese Hand tut ganz schön. Was war das für ein Zeug? Ich weiß es nicht. Schnupper mal an meine Hand. Riecht die irgendwie komisch, oder? Ja, klar. Also, wenn du dann nochmal abgeschriffen hast in deiner Robe, wirst du auch bemerken, dass es dann auch durch die Robe so ein bisschen verfärbt hat, die Stoffe. Ganz so kalt ist es hier natürlich nicht mehr, aber... Also das, was du an deinen Fingern hattest, war schon leicht sauer. Wird auf alle Fälle dann die Farbstoffe dann angreifen. Er sollte jetzt abwaschen. Habt ihr einen Brunnen gesehen? Ihr solltet nicht aus den Brunnen hier trinken. Und wie soll ich das denn abwaschen? Schnaps. Schnaps. Habt ihr Schnaps dabei? Ragnar! Starker Rat! Ja. Hast du noch was von deinem Dubioso? Das ist doch Wein. Ach, egal. Ich glaube, den habe ich auf dem Weg hierher schon alles ausgetrunken, aber ich kann mal nachgucken. Ich kann ja schon kommen. Nachher rettet und stärkert, Ragnar mit unserem Dubioso das Leben. Ah ja, verflucht. Hoffentlich haben wir auch noch welchen. Ja, und ich schmecken würde wie Schlach. Ich meine das ernst. Gut. Wenn es hier kein Wasser gibt, vielleicht kann uns dieser Dubioso-Wein wirklich das Leben retten. Irgendwo wird es hier schon Wasser geben. Hier leben ja auch Leute. Bist du dumm im Kopf? Nicht hier, aber ich meine im Land. Junge, ich hau dir gleich eine. Hast du die Flüsse von oben gesehen, aus den Bergen? Ich sagte, irgendwo wird es Wasser geben. Nicht in den Flüssen wird es Wasser geben. Du kannst ja aus dem Sumpf trinken. Ich bleib dabei, du bist immer noch ein Idiot. Gibt es denn hier irgendwelche alte Kleider, die vielleicht noch nicht rum auf Fetzen hier rumliegen? Ja, wenn du danach suchst, vielleicht in so einem zerstörten, zerbrochenen Kleiderschrank, wirst du ein paar Kleider sehen. Da hinten war noch ein Teddy. Die sind aber auch dann vergammelt, verschimmelt, irgendwelche Motten, die darin sitzen. Kommt jetzt drauf an, was du damit tun willst. Ich muss die Hände abwischen damit. Irgendwie. Ja, doch, das wirst du hinkriegen. Mhm. Würfel mal Eitelkeit, ob du das Ding überhaupt anfassen willst. Okay, Sekunde. Weil das ist schon eklig, Motten zerfressen. Ja, dein Wissen um die Alchemie, die Gefahr lässt sich dann deine Eitelkeit runterschlucken und wischt dann eben schwarz drüber, kannst dann diesen klebrigen Stoff von der Pflanze da reinschmieren
Und merkst dann auch, wie das Ding weiter ausbleicht und dann auch zerfällt, einfach nach unten gleitet. Die restlichen Mottenlöcher haben das dann, ja, zusammen dann mit der rohen Gewalt von deiner Hand das Kleid vernichtet. Ach, dieses Zeug. Jetzt muss ich mir schon meine alten Fetzen hier Hände abwaschen. Wo bin ich hier noch hingeraten? Habt euch ein etwas größeres Haus dann gesucht. Eine kleine Familie war das wohl. Könnt dann aufgrund der Betten, die dann natürlich auch alle zerschlagen, weggerückt sind, vielleicht auch vor die Fenster gestellt. Sicherlich zwei Erwachsene, dann die Großeltern, die drin wohnen, und fünf Kinder, zumindest die Betten für Kinder ausgelegt. Auch noch eine kleine Wiege, die dann neben dem Elternbett mal stand, aber auch die hoffnungslos zertreten, angezündet. Das Haus ist groß genug für die, die Übernachtung. Könnt euch da dann in der Mitte, ja, ein Zimmer, die Türen sind natürlich auch nicht mehr da, aber könnt euch dann in die Stube legen. Der Teppich ist natürlich auch vollkommen vermodert. Das wird eine sehr unangenehme Nacht. Zumindest nicht mehr im Schnee. Zumindest keine Goblins mehr. Zumindest nicht die Goblins. Ich habe hier noch 2 Liter Dubioso. Wofür braucht ihr das denn? Waschen. Waschen? Ja, dann haben irgendwelche Pflanzen gefasst. Ich könnte gerade auch was zum Waschen spenden. Ihr werdet da nicht drauf pinkeln. Naja, besser als den Wein zu nehmen. Was sollen wir sonst mit dem Wein tun? Willst du ihn etwa trinken? Ja, du weißt ganz, du weißt ganz genau, was der mit dir macht, wenn du ihn trinkst. Er schmeckt gut. Naja, das ist ein akzeptabler Wein. Also besser als den. Sagen wir, der hat die gleiche Qualität, die ich so kenne aus meinem Leben vorher, bevor ich Abenteurer wurde. Also ich denke auch, wir sollten keine gute Flüssigkeit verschwenden. Und wenn wir alle zusammenlegen, könnte er seine Hände locker waschen und seine Robe darin. Dafür hat gesprochen. Das wird schon gehen. Ich wollte es euch nur anbieten, das war ein Freundschaftsdienst. Darker packt seine beiden wichtigen Liter Dubioso wieder zurück. Also ich würde nicht jedem anbieten, ihm auf die Hände zu pinkeln. Mit meiner Danke. Ist auch nett von dir, Ömer, ist auch nett von dir. Ja, biete ich nicht jedem an. Aber auf lange Sicht sollten wir uns wirklich um das Wasserproblem kümmern. Ob wir vielleicht irgendwie immer größere Fässer oder sowas auf die Esel schnallen. Außerdem brauchen die Esel neues Futter. Naja, wir müssten eine saubere Wasserquelle finden, dann könnten wir theoretisch natürlich das 60-Liter-Fass des ehemaligen Dubiosus, wenn wir das heute Abend leer machen, die 2 Liter, damit Wasser füllen ab dann. Irgendwo werden die Leute hier auch trinken müssen, wir werden wohl herausfinden, wie. Ja, dass wir heute alle Abend einen Schluck Wasser aus dem Wasserschlauch nehmen und ein Gläschen vom Dubioso. Und dann werden wir morgen gucken, dass wir im Laufe des Tages irgendwo eine Wasserquelle finden müssen. Genau. Das klingt vernünftig. Dann ist der Dubioso weg. Und, ja. Wir haben wieder Platz für Wasser. Hat denn jemand einen Brunnen gesehen in der Stadt oder in dem Dorf? Ja, ihr hattet einen gefunden, aber der war auch eingestürzt und das Wasser längst weggetrocknet, okay, versiegt. Ja, klar. Also vielleicht, wenn man ihn freilegt, ist ja noch was, aber wenn man zuckt mit den Achseln, dafür weiß ich nicht genug. Ich glaube auch nicht, dass wir so lange hier bleiben, um irgendwas hier verändern zu können. Lass uns jetzt einfach mal den Schlafplatz nehmen und ich bin eigentlich schon, ich freue mich über ein Stündchen oder 2 mehr Schlaf, würde ich mich auch freuen, ja? Ich würde mich darüber freuen, mal wieder schlafen zu können, ohne mir fast was abzufrieren. Ach, Schlaf ist doch gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir stoßen mal darauf an, dass wir es in die schwarzen Lande geschafft haben. Warte, die 2 Liter. Füllen Sie deinen Schlauch um. Wir stoßen an, wenn wir zurück sind. Nein. Die 2 Liter können wir doch auch noch heute. Hier ein Schlückchen ist die Sache gut. Man muss auch mal seine Etappensiege feiern. Dem Anführer zuerst. Und man reicht dir ein 80 Liter Fass, in dem nur noch 2 Liter drin sind. Ja, ich nehme so einen Schluck Dubioso. Schmeckt vermutlich ganz schrecklich, richtig? Ja. Danke. Der schlechteste Wein, den du. Na, obwohl du magst Wein sowieso nicht. Noch schlechter als der schlechteste Wein, den du je getrunken hast. Mir graut schon davor, dass wir irgendwann nach Yolgomak, wenn wir nicht sterben, wieder zurück müssen. Und vielleicht sogar mit Verfolgern auf den Fersen. Dann haben wir noch nicht mal Halbzeit. Immerhin kennen wir jetzt den Weg. Die Abkürzung durch die Höhle war schon eine ganz schön gute Idee, Torgosch. Wenn wir uns nicht dauernd die Köpfe gestoßen hätten, vielleicht.
Naja, wenn du nicht so groß wärst, hättest du dir auch nicht ständig den Kopf gestoßen. Hatte genau richtige Höhe. Ich meine, die Goblins sind uns halt hinterhergerannt, aber mit den Schweinen konnten sie da nicht reiten. War doch gut. Da heißt übrigens Eisemann und nicht Torgosch Stahlmann. Hat er recht. Hättest du richtig die Wache gehalten, dann wären wir nicht in die Situation gekommen. Starkart. Wie, wenn ich richtig die Wache gehalten hätte? Was willst du mir damit denn sagen? Der damals. Vor 5 Tagen. Du willst mir nicht sagen, dass du es vergessen hast. Inwiefern habe ich da falsch Wache gehalten? Das kann doch jedem schon mal passieren, dass er versehentlich in deinen Helm pisst. Um Himmels Willen, jetzt mach den Mann nicht runter. Aber ich bin froh, dass Ömer mich hier gerettet hat. Das werde ich dir nie vergessen, Ömer. Ja. Lass mich ein wenig schlafen, ich bin so müde. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier keine Nacht richtig ein Auge zu. Vielleicht kriege ich ja jetzt endlich mal ein Auge zu. Legen wir uns alle ein wenig hin. Morgen geht es dann also Richtung gut. Vereint. Aber ich möchte, egal was ich zu euch in den Bergen gesagt habe, jetzt wo wir wieder runter sind, ich habe das alles nicht so gemeint. Ich habe euch wirklich dolle lieb. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Diese Worte wenn du diese Worte wiederholst, nachdem wir nochmal drüber sind, werde ich sie dir glauben. Torgosch, warum lachst du denn? Ich habe wirklich gemeine Dinge gesagt, über euch alle. Ja, also... Ich wollte deine Oma nicht beleidigen, Torgosch. Was schon ziemliches Arschloch. Naja, also wir hatten da alle so unsere Momente und das meiste, das muss ich auch zurücknehmen. Das meiste? Du meinst, Abel mir war richtig, oder wie? Also... Das kann ich aber auch so unterstützen. Drachenmagier bleiben halt Drachenmagier, ne? Da kann man halt auch so nichts machen. Aber das, was du über seine Cousine gesagt hast, war doch ein bisschen krass. Ja gut. Das kann ich jetzt im Nachhinein wohl zugeben. Ja gut. Aber das hat ja auch wohl alles irgendwie mit seinen... war seine Schuld. Und so war das Abend und Morgen. Der erste Tag im Feindesland. Regeneration 1W6 minus 1. Unfassbar. Oh, hört sich das gut an. Ihr wacht am nächsten Morgen. Jetzt auch nicht. Ihr wacht am nächsten Morgen und fühlt euch ausgeschlafen. Das Holz quietscht und knarzt noch etwas von unter euch, wenn ihr euch dann langsam aus euren Schlafsäcken erhebt, die Zeltplan wieder abspannt. Und nochmal einen Blick nach draußen durch das Fenster werft, die Tür langsam öffnet, in den Wind schnuppert, stinkt immer noch ein widerlich. Die Bäume schwanken im Wind, ihr habt brennenden Durst, kein Wasser mehr, was euch aktuell noch irgendwie zur Verfügung steht. Wir müssen auf alle Fälle dann die Wasservorräte auffüllen. Ob ihr das mit dem Schnee machen wollt, der hier auf dem Boden liegt oder auf den Bäumen, ist fraglich. Man schaut sich mal die Bäume an. Gibt es hier Bäume, die anscheinend noch intakt sind? Hier nicht, nee. Zumindest sehen sie sehr ungesund aus. Ob das jetzt eine magische Ursache hat oder ob sie einfach trocken sind. Sie sehen wirklich richtig, richtig krank aus. Wuchernd. Die Steine auch? Die Steine auch. Geschwür. Blasen. Du kannst auch einige Steine erkennen, wenn ihr dann langsam euch auf den Weg macht, die herumliegen. Als ob sie eitrige Blasen haben. Wenn du einmal gegenstößt, kannst du auch merken, dass die Steine aufplatzen und eine weiße Flüssigkeit rausläuft. Ja, immer hört auf. Abdulon hört auf, gegen Dinge zu treten. Schön über den Kopf und läuft weiter in der Hoffnung, und war eine Wasserquelle zu finden, von der er noch keine Ahnung hat, wie sie aussehen könnte. Das Land sieht wirklich sehr, sehr unschön aus. Weiß und Schwarz tobrieren, kann man hier nicht unterscheiden. Und so zieht ihr weiter. Irgendwas Besonderes, was ihr unterwegs machen wollt, wirklich Pfützen oder so, werdet ihr nicht finden. Irgendwo wird es sicherlich ein natürliches Gewässer geben, einen Bach oder so. Hoffe ich mal. Euch quält mittlerweile der bittere Durst. Und dann nach 8 Stunden... Nach der 9. Stunde der Reise werdet ihr auf der linken Seite, das müsste nördlich sein, werdet ihr einen kleinen Fluss hören, ein rauschendes Gewässer. Wie groß oder wie klein er ist, wisst ihr nicht genau, aber jetzt müsst ihr nur noch hoffen, dass das kein schwarzes Wasser ist. Ja, zumindest sind hier die Berge in der Nähe, die Flüsse entspringen den Bergen, hoffentlich müsste das quellrein sein.
Sollten wir auf jeden Fall abkochen, nicht dass ihr noch krank werdet. Ja, so oder so. Ja. Wollt ihr die Straße verlassen oder wollt ihr so lange wie möglich an der Straße bleiben, bis dann irgendwann hoffentlich der Fluss die Straße kreuzt? Ich glaube, wir müssen zum Fluss und die Straße verlassen, auch wenn das außerordentlich gefährlich ist. Wie sieht denn die Gegend aus rund um die Straße? Ist es ein Wald oder? Ja, ein bisschen lichter Wald. Wirkliche Baumkronen gibt es nicht. Da gibt es teilweise viel zu viele Baumkronen, die viel zu dicht hängen. Oder Bäume, die viel zu dicht stehen, sodass du nicht wirklich durchgucken kannst. Guck dir die Bilder an. Das ist, es kann eben verschiedene Manifestationen annehmen, die da einfach schaurig wirken. Die Luft ist auch ein bisschen gelb, gelbstichig. Schon gefährlich. Und während dann ihr nach und nach euch dazu entscheidet, die Straße zu verlassen, staubt auch unter euren Füßen. Als ob der Asche hochwirbelt, wenn ihr drauf tretet auf die Gräser, die abgestorben sind. Würfelt mal eine Sinnschärfeprobe bitte. In die Box. Dafür haben wir sie. Oha. Drei Patzer. Es gibt hier zumindest einen. Ja, unterhaltet euch doch, während ihr in diesen Wald hineingeht und dem Rauschen des Flusses folgt. Wer führt denn jetzt eigentlich sozusagen so jetzt hier gerade in der Wildnis die Gruppe an die ganze Zeit? Ist das vielleicht... Ragnar natürlich, der kennt sich ja aus. Starkert also. Starkert. Darker, also der Große. Ich wollte sagen, ich kenne den. Darker hat den nicht breite, aber große. Ich und ich sammeln Holz und du, Herr von Dunkelstein und die beiden Magier halten. Ruhig. Was denn? Vorne. Eine Person. Dunkelblaue Robe. Und Starkert deutet auf eine Person, die dort am Wasser steht. Ich glaube, das ist ein Eferdi von der Robe her. Ich glaube, der sieht das Wasser gerade. Passt lieber auf. Abdulon, kannst du ein Stück an der Seite rumschleichen, bis wir einen Blick kriegen. Schauen, ob da noch mehr sind. Okay, klar. Schleich da mal entlang. Darkhard würde auch ganz gerne mal ein bisschen näher ranschleichen, um zu gucken, was diese Person da macht. Ja, du hörst ihn wohl grummeln. Er ist wohl ziemlich erzürnt, diese Person. Bist dir nicht ganz sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ist wie gesagt mit dem Rücken zu dir. Scheint ein bisschen erzürnt. Ja, und will man ein bisschen näher ran, vielleicht hört man was, wenn der irgendwas sagt. Das hört er nur, dass er Segnung ist oder mit dem Wasser spricht. Das hörst du mal. Würfel mal eine Schleichenprobe. Oh yeah. Oh wow, schon wieder. Ach ja. Ja, wenigstens ist das mal eine richtige Probe. Kann ich dir auch zulassen. Oh ja, das ist aber nett von dir. Du bist so ein Lacker, echt. Verdient. Ja, möchtest du das noch irgendwie ausnutzen? Möchtest du deine Waffe ziehen und dich hinter ihn stellen oder so? Wenn du mir sagst, dass es eine gute Idee ist, dann würde ich das machen. Das sag ich dir nicht, ich hab dir gesagt, was du siehst. Und dann schleiche ich mich natürlich so nah ran, wie es mir überhaupt möglich ist und verschmelze quasi mit dem Baum, der genau hinter ihm steht. Ja, du hörst ja da leises Knacken, beziehungsweise ein leises Rascheln, was durch den Staub und die Blätter entsteht. Irgendwas nicht ganz so leise, wie es scheint. Ja, er ist aber ziemlich erzürnt. Unberechenbarer Onyxai Fardu. In mein Alter, was dein ist. Alter, gewähre uns, was dein ist. Wende deinen zornigen Blick ab. Obdulon wartet darauf, dass er das Wort des Gottes wirklich mal benutzt. Nicht irgendwelche Phrasen drischt einfach nur. Guter Mann. Ja, finde ich gut. Dann gib mir mal gut Götter und Kulte. Er wird nämlich
Wenn er das Wort F hat nicht benutzt, ist das für mich schon ausschlaggebend genug, nicht zu sagen, dass erstmal fertig ist. Ja, nein, ja, würde er nicht sagen. Er wird Dinge in Aureliani vor sich hin murmeln. Ich weiß nicht, ob Abel mir Aureliani versteht. Ja. Würde er, wenn er wahrscheinlich dabei wäre. Also ich habe 4 Punkte, aber wir sind ja weit weg wahrscheinlich. Ja, doch, also wenn du dich dann langsam rantastet, also du verstehst dann zumindest Abitoste, Agriotatus, Aproblebatos, Astateon. Er benutzt die Umschreibung für ihn, die verschiedene Attribute geknüpft sind. Aber du kannst dich nicht miteinander unterhalten, weil Ömer von der linken Seite, Ragnar von der rechten, warum auch immer Ragnar jetzt fast direkt neben ihm steht, das müsste er eigentlich gehört haben, aber... Was redet dieser Mensch dort? Glücki Dagres, Kaliko Dagres. Das klingt aber schon ziemlich finster, was er da gerade sagt, oder? Ja, das scheint natürlich sauer zu sein. Das klingt nach Verwünschung. Dann würde ich mich mal ganz gerne so in die Richtung von den anderen umblicken. Und dann meinen allseits beliebten Knüppel. Nee, Kaion. Ich möchte mal zu Ragnar auf Attack fragen. Mehr? Fragezeichen. Pali Royos. Bei Abitoste. Da mehr Leute sind. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ob da noch mehr Leute sind? Ach so. Ja, ist komplett alleine. Dann würde ich natürlich nö sagen. Auf Attack. Und? Ich guck mal nach links. Ich guck mal nach rechts. Bereit. Dann steckt immer sein Säbel wieder ein, spannt den Bogen auf, legt einen Pfeil auf, richtet den Bogen sozusagen aus seinem Versteck heraus. Er müsste sich jetzt ganz gerne verstecken, dass er sozusagen aus dem Versteck heraus schießen könnte auf den Mann im Notfall. Ich nehme mal einen Streitkolben in die Hand. Und dort wartet er jetzt sozusagen darauf als Hinterhaltsschütze, wenn das passiert. Ich schwinge mich aufs Pferd. Du schwingst dich aufs Pferd. Okay, also er dreht sich jetzt mittlerweile auch um. Er ist wohl fertig. Könnt wohl erkennen, die Wasser sind da, wo er fertig ist mit seinem Muschelhorn. Sieht es aus wie normales, trinkbares Wasser. Zumindest dreht er sich gerade um, greift nochmal einen Spieß, den er daneben sich hat. 3 Zacken dran und dreht sich um. Er müsste eigentlich jetzt Ragnar sehen, aber der... Ja, nee. Ragnar ist versteckt. Dann galoppiere ich auf die Richtung. Er bleibt stehen und dreht sich in deine Richtung. Hey, ihr da! Anexaya Fadu. Freund oder Feind? Er richtet seinen Effortbart auf dich. Jetzt könnte ich euch fragen. Gebt euch zu erkennen. Willst du mich verarschen? Trägst das Wappen der Dunkelsteiner. Und du willst von mir wissen, ob ich Freund oder Feind bin. Oh. Mach dich bereit, in die Niederhöhlen zu fahren. Beruhigt euch. Leg den Spieß beiseite. Welchem Gott dient er? Sprecht seinen Namen. Effa, du Knilch. Effa zum Große. Der Launhafte wird dich holen. Kommt runter, ich gehöre nicht zu denen. Reiß dich mal am Riemen, steig ab, wenn du mit mir redest. Ich sitze dann auch relativ gemächlich ab und winke mal die anderen herbei, wenn sie noch nicht gekommen sind. Für wen hältst du dich? Er kommt auf dich zu und du siehst wohl, wie er auch echt sauer ist und das nicht so unterdrücken will. Zumindest nimmt er den Spieß nur noch in einer Hand und bald die andere kommt auf dich zu. Ich reiche meiner Hand erstmal hin. Nochmal, einfach zum Gruße. Überredenprobe. Darf ich auch überzeugen ableiten? Du kannst auch überzeugen ableiten, ja. Ich erschwere, das wäre das. Plus 5. Da nehme ich überreden. 3 über. Der Einäugige von den Dunkelsteins.